Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Curl Up and Fly. Ein wundervolles Spiel. Ach du Scheiße, 156.000 Feet, wirklich. Ein wundervolles Spiel, in dem man ganz viele, viele, absurd viele Upgrades kaufen kann. Und das ist ein Flash-Game und das ist Part 3 und hi. Wie geht's euch? Grüß dich. Wir haben noch einiges vor uns, Leute. Wir haben noch einiges vor uns. Und vorhin, beziehungsweise für mich vorhin, für mich ist ungefähr 2 Minuten her, für euch vermutlich so etwa 24 Stunden. Das ist passiert, haltet euch fest. Ich bin da fast mit dem Pfeil da unten am Bildschirm ganz rechts angekommen. Ich glaube, dieses Mal werden wir nicht wirklich so weit kommen, weil ich habe jetzt schon Probleme, mich irgendwie über den Boden zu halten, aber... Hey, man kann nie wissen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Objekte. Vielleicht sollte ich da mal was rein investieren, aber ehrlich gesagt, die Geschwindigkeit ist mir dann doch wichtiger. Ich bin da so ein richtiger Sonic, was sowas angeht. Da will ich meine Chili Dogs, da sage ich nicht nein. Da ist so ein Chili Dog für mich. Nein, leck mich. Oh, ich hätte so einen Chili Dog. Und einen Sonic. Vielleicht sogar 2 Sonics. Ja, keine 2 Chili Dogs. Das wäre absurd. Oh Gott. Oh Gott, fast den Ballon gerammt. Das wollen wir übrigens nicht machen, weil wenn man die Rakete aktiv hat und damit den Ballon rammt, dann verliert man ganz, ganz doll viel Geschwindigkeit. Und das wollen wir nicht. Wir wollen lieber cool und schnell unterwegs sein und fancy. Und wir sind Armadillomon. Von dem ich immer noch nicht weiß, wie die weiter Digitation wirklich heißt. Ich habe nicht nachgegoogelt oder so. Irgendjemand wird es mir schon 3000 Mal erzählt haben. Danke dafür. Danke dafür. So. Schaffen wir? Nein, einen neuen Rekord stellen wir auf keinen Fall auf. Aber ansonsten muss ich sagen, inzwischen, wir sind echt gut unterwegs. Könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt, aber wir sind gut unterwegs. Wir nehmen wieder enorm viel Geschwindigkeit auf, welche wieder verloren geht. Oh nein. Mehr Geschwindigkeit. Hui! Oh, das war super. Yeah. Alter, ich darf die Rakete nicht einfach so verwenden. Das ist ziemlich risky. Aber gleichzeitig ist es auch ziemlich belohnend, wenn es klappt. Steht ihr? Das ist ziemlich belohnend. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ah! Da wollte ich zu viele Melonen. Das ist verkackt. Wusstet ihr, dass Melonen tatsächlich Gemüse sind? Weil ich ja in dem Rayman Legends Part überredet habe ich gesagt, oh, aber Melonen wachsen noch unter der Erde. Was lustig ist, weil sie es nicht machen. Sie liegen auf der Erde herum, aber sie wachsen nicht unter der Erde. Das weiß ich seitdem, aber tatsächlich sind Melonen Gemüse. Also sie gehören mehr zum Gemüse als zu allem anderen. Sind quasi irgend so eine Gemüseuntersorte. Ja, wisst ihr Bescheid. Also, obwohl ich ein Trottel bin, bin ich kein komplett trottliger Trottel. Sondern nur so ein bisschen trottliger Trottel. Denn ich habe richtig geraten. Und wer richtig rät, der sich sein eigenes Grab gräbt. Ihr kennt den Spruch. Voraussichtlich. Shit. Fällt gerade auf, das Ziel, das man hat, ist immer das Doppelte von dem Rekord, den man aufgestellt hat. Kann das sein? Bei Sian mache ich mir das gerade hier alles unfassbar schwer. Aber soll's. Wir werden das schon irgendwann schaffen. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal, ich glaube, ja, wobei, da sind verschiedene Tage. Ich glaube, es gibt schon das Ziel da zu erreichen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht bereit dafür sind. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit. Ich kann mich jetzt schon wieder nur so knapp über dem Boden halten. Gut, der Sprengstoff mag vielleicht eine Situation was ändern, aber nichtsdestotrotz. Oh, jetzt sind wir wieder gut. Oh, wir sind wieder gut unterwegs. Okay, alles ist wieder super, Leute. Oh mein Gott, lass mich nie wieder auf den Boden kommen, lieber Ballon. Nie wieder! Nie wieder auf den Boden! Zurück! Okay, das war gut. Ich war zwar wieder kurz auf dem Boden, aber war ein Trabampolin und das hat ungemein geholfen. Oh, noch eins. Alter, wie schnell wir sind. Ich mag auch die kleinen Begleiter übrigens. Das kann ich nicht oft genug anmerken. Die sind total super. Okay, jetzt haben wir gerade eben enorm viel Geschwindigkeit verloren. Das war nicht gut. Vielleicht können wir die ja irgendwie wieder aufbauen mit Sprengstoff oder so ein Shit. Oder auch ohne Sprengstoff oder so ein Shit, sondern einfach irgendwie mit ein bisschen Glück, ja, Geschwindigkeit aufbauen. Hast du da Bock drauf, Spiel? Geschwindigkeit. Bisschen Geschwindigkeit für mich. Für den MOP-Star.
Ja. Oh Gott, mir gefällt das gerade nicht. Mir gefällt das gerade nicht. Wir verlieren nämlich zu viel Geschwindigkeit. Sprengstoff. Ja, kacke. Sprengstoff ist so viel besser als das Trabampolin. Wir haben ihn wieder verpasst. Wieder verpasst. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Es hat noch nie zu was Gutem geführt, sich zu früh zu freuen. Ich meine, wenn man sich zu früh freut, dann man kann nur enttäuscht werden. Aber wenn man absolut keine Erwartungen hat, dann auf einmal so, oh cool. Ich hab's geschafft. Ganz nett. Habe ich nicht mit gerechnet. Was jetzt? Steht ihr? Und in der Situation wollt ihr sein. Genau diese Situation. Oh. Wie halt jetzt auch einfach gar nichts mehr so wirklich auftaucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden es schaffen, Leute. Ich glaube, diesen Sieg kann uns niemand mehr nehmen. Ja doch, theoretisch schon. Ah, es gibt kein Ziel in dem Spiel. Wir haben jetzt nur das Ziel, das da dran stand, erreicht. Cool. Dann sind wir doppelt so weit wie der vorherige Rekord. Und Leute, ich sag's euch. Nach diesem wundervollen Run hier, wir haben, ich möchte anmerken, wir haben $740.000 angespart. Wisst ihr, wie viele Begleiter ich mir jetzt kaufen kann? Achso, insgesamt. Okay, und für was ist das Geld? Ach, Distanzbonus und so ein Shit. 888.000. Okay. Würde ich sagen, wir shoppen los. Tatsächlich kann ich mir scheinbar nicht ganz so viel dafür kaufen, wie ich erhofft hätte. Das Geld geht rapide runter. Oh, sei nicht so teuer, du Bullshit. Kacke. Oh, den einen will ich noch haben. Ist ja was, ich werde dafür jetzt einfach schnell das Geld einsammeln. Machen wir einen langen letzten... Oh, hallo kleiner Quallenfreund. Einen langen letzten Flug. Alter. Alter. Das ist der Shit. Wow. Okay. Okay. Okay, auf einmal... ist dieses Spiel ein komplett anderes Spiel. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch ein paar Punkte einsammeln. Dann möchte ich auf den Boden landen, damit ich mir noch letztes Teil holen kann. Ist das, weil ich ein Level abbekommen habe oder so, so super geworden jetzt? Meine Fresse, wie wir immer noch unterwegs sind. Verdammt, der Scheiße. Das ist ja Shit. Okay, wir haben jetzt genug. Ich werde jetzt einfach nichts machen. Dann werden wir verlieren und dann, wenn wir verloren haben, kaufen wir uns ein Upgrade und dann holen wir uns noch einen kleinen Begleiter und dann sind wir voll am Start. Alter, sind wir dann am Start. Zack. Und... ich hab Rust voll, okay. Muss ich ehrlich gesagt sagen... ich kann noch einen für Launch Power holen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Und... yeah, okay, und jetzt voll weit nach oben. So, und das verzwanzigfacht also die Launch Power, wenn man das Teil da richtig voll hat. Okay, oh Leute! Alter, dieser Start! Das ist der Shit! Oh shit. Schon haben wir es ruiniert, aber ich nehme allein beim Fallen so viel Geschwindigkeit auf. Oh, kacke. Ich hätte den Boden nicht kommen sehen, wobei ich ihn hätte sehen können, aber ich hab's trotzdem nicht. Das war dumm. Boing. Okay, wie es aussieht, werden wir jetzt nicht mehr allzu viel Geschwindigkeit auf... ah, doch. Die Rakete wurde ja auch stärker. Es wurde alles stärker. Wir bauen gut viel Geschwindigkeit auf und werden wir das machen, werden wir so viel Geld einsammeln. Wir werden so stinkend reich. Ich kann's jetzt schon riechen. Reichtum. Macht. Und Gold. Ich mag Gold. Ich hätte gern irgendwas aus Gold, aber ich habe nichts. Weil so sehr mag ich Gold dann halt auch wirklich nicht, dass ich mir irgendwas kaufen will aus Gold. Das ist halt echt teuer. Das ist auch eine gute Wertanlage. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis Gold irgendwann eventuell... das wird so lange dauern... ich habe keine Ahnung. Gold verliert auf jeden Fall nicht wirklich an Wert. Es gewinnt eher an Wert dazu, also... ich denke mal, Gold ist eine recht sichere Wertanlage. Wobei Grundbesitz natürlich, wenn man mehr Geld hat, immer besser ist. Ich würde mal sagen, wenn man viel Geld hat, was anlegen will,
Ich würde mir auf Erde auf jeden Fall ein Grundstück kaufen. Ich meine, das ist ein Stück von der Erde. Das gehört dir. Das willst du haben. Ob du drauf wohnst oder nicht, ist egal. Es gehört einfach dir. Kannst du auch vermieten. Du kaufst ein scheiß Haus, vermietest. Du musst nie wieder in deinem Leben arbeiten. Weil du die Miete genug verdienst. In der Theorie. In der Praxis sieht es natürlich anders aus, weil man noch eine Menge ausgeben muss für so Sachen wie Renovierung, Steuern und das ist eine Menge. Was da drauf geht, aber in der Theorie ist das eine ziemlich coole Vorstellung. Auch insgesamt denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn man ein eigenes Haus oder so besitzt. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Nicht mehr in Miete wohnen. Oh, das wäre super. Das wäre super. Naja. Ja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Man kann nicht alles haben. Das klassische Isaac-Prinzip. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Gott, ich mag gerade die kleine Qualle. Dass sie mich anstrahlt. Ich bin eine kleine Qualle. Hallo, kleine Qualle. Der Elefant ist ehrlich gesagt nicht so super. Der Anglerfisch, der ist schon ziemlich super. Der sieht so aus. Der Fruit Loops-Vogel, der Kellogg's, der ist natürlich auch super. Die Pizza, absolutes Meisterwerk. Das grüne Seepferdchen, auch nicht so toll. Ich hoffe vor allem, dass es kein männliches Seepferdchen ist, weil wenn das männlich ist, dann wird so viel Spaß an meinen Kindern austragen, mein Freund. Viel Spaß damit. Ich werde nicht an deiner Seite sein und mir deine Stimmungsschwankungen reinziehen und dir ein paar Essiggurken reichen. Also nicht mit mir, Alter. Nein! Ich hab's verkackt. Aber wisst ihr was, wenn wieder jede Menge Cash eingenommen ist, bedeutet, wir haben nicht genug, um uns zu irgendeinem Fernseher zu kaufen, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee, auf keinen Fall. Aber wir machen einfach mal noch einen. Dann bekommen wir vielleicht wenigstens die... Wieder dasselbe Spielchen. Moment, ich hau jetzt mal. Hui. Wir fliegen jetzt einfach mal ganz normal. Ich mach gar nichts. Und dann sollten wir die 100.000 zusammenbekommen. Dann holen wir uns noch einen Begleiter. Einen einzigen Begleiter will ich. Mehr verlange ich nicht. Komm, Münze, erreich mich. Die Münze erreicht mich nicht mehr, oder? Ich bin schon erstaunt, wie viel Entfernung wir einfach, indem wir gar nichts machen, zurücklegen können. Okay, schon haben wir das Geld drin. Das bedeutet... Wir warten einfach nur. Oh. Okay, ich habe jegliche Geschwindigkeit verloren. 0,01 Meile pro Stunde. Das ist keine gute Geschwindigkeit. Und wir chillen ja ein bisschen wie ein Basketball. Also eine gute Bounciness, die ich hier an den Tag lege. Schaut euch das an. 1A Bounce-Fertigkeiten. Das ist ein Flummi vom Feinsten. Okay. Ich habe 36.000 dafür bekommen. Meine Fresse. So, ich glaube, Total Objects. Objects wäre nicht verkehrt. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Level ab. Was? Oh, kein perfekter Launch. Den machen wir perfekt. Mit der Rakete! Woo! Ich habe jetzt mehr Objekte gemacht, oder? Das bedeutet, wir sollten nicht so oft am. Ja, sowas wollte ich sehen. Sind wir überhaupt an dem Trampolin abgebounced oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt wieder schön Geschwindigkeit aufbauen. Okay, mit der Rakete schauen, kommen wir also auf bis zu 39 Meilen pro Stunde. Das ist gut zu wissen. Denn die Geschwindigkeit sollten wir beibehalten. Dann kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen. Alter, habt ihr das Trampolin gesehen, wie es uns abgebremst hat? Ein Trauerspiel. Das war ein Trauerspiel. Shit, wir bräuchten noch ein bisschen Höhe, damit wir aus der Region von den verdammten Ballons raus sind. Oh, 40 Meilen. Oh, und viel weniger. Komm schon. Ich will echt schnell unterwegs sein. Fällt gerade auf, die Videodatei wird bestimmt riesig. So viel, wie da die ganze Zeit überall vorbei rast. Oder auch nicht. Wird sich zeigen, das wird voll spannend für mich. Wahnsinn. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr würdet es nicht glauben, wenn ich es euch erzählen würde. Geschwindigkeit. So, jetzt habe ich ja, glaube ich, einen ganz guten Flow in dem Spiel raus. Einfach immer nach Möglichkeit möglichst schnell werden. Möglichst schnell werden. Das ist die Taktik zum Sieg. Gilt auch für ein Rennen. Oh, das war Sprengstoff. Wundervoll. Das bedeutet, ich rase wieder durch die ganze Welt. In Armadillo-Geschwindigkeit. Das war gerade eben ziemlich scheiße. Das hätte nicht passieren sollen. Mein Turm muss ich weiter aufladen, damit ich von dem Vorteile habe. Das muss reichen. Das reicht nicht.
muss ich weiter aufladen. Komm schon, mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Gib mir ein Trampolin oder so. Zeit. Es muss reichen. Es muss reichen. Okay, ich glaube... Oh, wenn jetzt nicht irgendwas Cooles... Das war cool. Okay, ich glaube, es könnte reichen, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Das ist wichtig. Sobald man einmal Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann... Ist auch nicht schwer, die beizubehalten. Aber wenn man sie einmal verloren hat, dann ist es schwer, sie wieder reinzubekommen. Das ist das Prinzip von dem Spiel hier. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Armadillomon. Armadillomon. Was dumm ist, weil Digimon sagen nicht ihre Namen so. Warum sollten sie auch? Können reden. Wobei, ich glaube, manche sagen ihre Namen, oder? Ich weiß es nicht. Oh, das ist echt lang her. Es ist lang her, aber Digimon World 2003 war ein super Spiel, auch wenn es extrem träge war. Weil meine Fresse dauern da die Kämpfe lang. Und man muss teilweise echt viel leveln, man kann sich auch übelst verskillen, aber es war ein super Spiel. Okay, von Digimon World auch den zweiten Teil für die PS1. Der ist, glaube ich, nie in Europa erschienen. Der ist ziemlich cool, ist so ein Dungeon Crawler. Also waren da, glaube ich, immer so 3 gegen 3 Kämpfe. Hat er auch so seinen Charme. Nicht schade, dass die Digimon World Reihe nicht wirklich vorgesetzt wird. Ich meine, sicher, es gab ja... Was ist Digimon World? Ist auf jeden Fall Digimon Dusk und Dawn, was für ein DS, was nette Spiele waren. Aber es war jetzt kein Digimon World und... Ach genau, hat Digimon World nicht auch so eine ganz komische, World of War-artige Route eingeschlagen? Was schade, es waren coole Spiele. Ich glaube, Digimon als Serie ist auch nicht mehr beliebt genug, um da wirklich was Cooles rauszumachen. Ich glaube, die Fans, die spielen, wenn dann das MMO oder sind wie Rick irgendwelche Idioten, die sich ein Bild von zwei Digimon-Figuren, die sich küssen, als Stream-Hintergrund reinmachen. Fucking Ricky. Also, dass er nicht sieht, dass sowas scheiße ist. Ich wollte es mal von seinen Streams, wollte ich wirklich machen. Wollte ich einen Screenshot machen und kenne den Twitter-Account Bad Stream Layouts. So ein Twitter-Account, da werden halt immer so Streams, die scheiße aussehen, gezeigt. Und ich dachte mir, ich glaube, ich mache von Ricky Stream jetzt einen Screenshot und schicke ihn an Bad Stream Layouts. Ich war aber sozial und habe es nicht gemacht, aber ich hätte es machen können. Und es wäre da gelandet, das sage ich euch. Es sah echt nicht gut aus. Ja. Gut, das haben wir auch mal über Ricky Stream Layout geredet. Wurde auch Zeit. Das sind die Dinge, die Leute interessieren. Und ich glaube, wir haben... Ja, jetzt haben wir unseren Rekord wieder gebrochen. Wundervoll. Ich meine, ich bin so gut unterwegs in dem Spiel. Ich kann zum Spiel ja schon gar nichts mehr sagen. Boing. Ich frage mich, wie lange dieser Run hier noch geht. Ich frage mich, ob der überhaupt irgendwann zu Ende geht. Wahrscheinlich geht der so lang, bis man schlampig wird und irgendeinen Fehler macht. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Gefahr. Ansonsten, ich denke, ich habe hier immer die Möglichkeit, wieder genug Geschwindigkeit und alles aufzubauen, um wieder gut voranzukommen. Der einzige Fehler wäre wirklich grobes menschliches Versagen. Das ist die einzige Gefahr, die wir hier zu befürchten haben. Oh, das war menschliches Versagen. Das auch. Das auch. Trampolin! Nein! Das war menschliches Versagen vom Feinsten. Können wir zum nächsten Fernseher rüberkaufen? Alter, der nächste ist weit entfernt. Nein, wir versuchen es mal. Einfach weil, warum nicht? Es reicht. Total Object. Objects natürlich. Okay. Ich würde mal sagen, liebe Leute, das war es dann soweit mit Curl Up and Fly. Ich denke, wir sind gut weit gekommen. Wir haben das Doppelte von unserem vorherigen Best Run sogar mal aufgestellt und insgesamt, wir haben zwar 49,3% aller Upgrades, aber ihr seht ja, worauf das hinausläuft. Wir haben eigentlich alles gesehen. Deswegen würde ich auch sagen, wenn es jetzt nicht super mega random Flash Game wieder, das wird super. Bis dann. Gute Nacht.